Herr Dr. Wobbe, Herr Dr. Wirklis, Sie sind Buchautoren. Sie haben jetzt ein neues Buch rausgebracht, das heißt Kombinationstechnologien auf Basis des Spritzgießens. Wenn man den Erfolg des Werkstoffs Kunststoff mal betrachtet, der ist ja unweigerlich und untrennbar verbunden mit dem Spritzgießverfahren. Wie kann denn ein Verfahren wie das Spritzgießen, das schon so lange als ausgereift gilt, überhaupt noch so viel Innovationspotenzial haben? Ja, es ist ja so, Spritzgießen, so wie Sie sagen, ist es schon sehr, sehr lange im Markt tätig, ist eigentlich das Verfahren schlechthin. Man hat ja, wo man an Grenzen gestoßen ist, ja angefangen mit Sonderverfahren des Spritzgießens. Auch die sind mittlerweile, ich würde mal sagen, ausgereift und ist an Grenzen gestoßen. Für neue Bauteile denkt man dann über die Grenzen hinaus, das heißt Verfahrensgrenzen, und überlegt, kann ich nicht neue Verfahren, die bisher gar nie in die Gedanken kamen, kann ich die nicht nutzen, um eine neue Kombination zu schaffen und neue Einsatzpotenziale zu schaffen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch der Inhalt unseres Buches. Sie haben jetzt ein neues Buch rausgebracht. Welche Kombinationen und Verfahren werden denn darin erklärt? Ja, wir fangen an mit dem ältesten etablierten Verfahren. Das ist das Spritzgießen zusammen kombiniert mit dem Compoundieren. Dann werden aber auch jüngere Verfahren beschrieben, wie zum Beispiel die Polyurethan-Technologie-Integration in das Spritzgießen. Da kommen Beispiele wie das Bauteilüberfluten mit Polyurethan-Lacken oder das Verhauten von Bauteilen mit Polyurethan. Andere Dinge werden auch angesprochen, wie ein integrierter Dichtraupenauftrag aus Polyurethan an ein Bauteil. Dann gehen wir hinein in die Kombination von Spritzgießen mit Blasen. Das Spritzblasen und Spritzreckblasen wird beschrieben. Wir haben Kombinationen von integrierten Metall-Kunststoff-Spritzgießen, eine Technologie, die noch nicht lange auf dem Markt ist. Oder eben auch die Kombination Spritzgießen mit expandierbaren Polypropylen oder Polystyrol und so weiter und so fort. Es sind ja eine ganze Reihe von Technologien und Verfahren, die Sie da in Ihrem Buch erklären. An wen richtet sich denn das Buch? Ist es eher für den Studierenden oder eher für den Anwender in der Praxis? Also unser Ansatz war in erster Linie, auf den Anwender zu gehen, weil er wird ja dann auch diese Technologien einsetzen wollen und sich mit dem Thema auch beschäftigen wollen. Natürlich auch auf die Verarbeiter, auch auf OEMs. Und ich denke auch ganz, ganz wichtig sind die Bauteilentwickler, weil die müssen ja auch den verfahrensgerecht entwickeln können. Und die können ja gleich schon bei ihren Bauteilauslegung an das Verfahren denken. Und ich glaube auch ganz, ganz wichtig ist, an unsere jungen Leuten zu denken, an die Studenten, dass das auch für die Zukunft nämlich auch etabliert wird. Die neuen Verfahren auch für die Leute, wie man sagen, anschaubar ist. Sie sind beide sehr erfahren in der Spritzgießverarbeitung und in der Maschinentechnik. Welche Chancen und Risiken ergeben sich denn für einen Anwender, wenn er eine Kombinationstechnologie einsetzt? Also erstmal aus maschinenbaulicher Sicht ist das Risiko natürlich immer dann größer, wenn Sie Verfahren kombinieren oder Technologien kombinieren, weil jede Technologie kann ausfallen und die Ausfallwahrscheinlichkeit multipliziert sich, wenn Sie mehrere Technologien kombinieren. Das heißt also, ein Anwender der Kombinationstechnologie hat nie eine so gute Verfügbarkeit der Anlage, als wenn er Einzelanlagen betreiben würde. Das ist schon mal ein Nachteil. Von der Prozesstechnik her ist vielleicht das Problem, die Schnittstellen so aufzubereiten, dass sie auch handhabbar sind, dass ich auch einen, wie man sagen, kontinuierlichen Prozess schaffen kann. Ich muss unterschiedliche Know-hows mit einbringen, aus ganz unterschiedlichen, wie man sagen, Bereichen, die bisher nie kommuniziert haben. Das könnte vielleicht nicht ein Risiko, aber eine Schwierigkeit sein. Und das wird man in Zukunft, glaube ich, sicher arbeiten müssen. Das wird auch generell immer wieder der Fall sein, aber das wird auch unsere Zukunft sein. So auch, wie man sagen, vorzugehen und in diese Technologie zu denken. Vielleicht noch ein Aspekt des Nachteils, und dann sollten wir auch nochmal auf Vorteile gehen, weil deshalb macht man es ja eigentlich. Ein weiterer Nachteil ist noch, wenn ich Prozesse kombiniere, ist der langsame Prozess der Zyklusgeber sozusagen. Meist ist der Spritzgießprozess der schnelle, sodass der dann verlangsamt wird und das Ganze muss trotzdem noch wirtschaftlich sein. Das sind eigentlich so die Hauptdinge, die negativ zu Buche schlagen, die man bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung vorher genau ansehen muss. Und die Vorteile
die liegen natürlich auf der Hand und Erwin weiß das, glaube ich. Ja, ich denke halt, wenn man die Vorteile mal herausstellt, ist es ganz einfach so, ich kann, ich würde sagen, den Anforderungen von den Bauteileigenschaften, die jetzt immer mehr zum Tragen kommen, kann ich gerecht werden, dem, dass ich die Prozesse wirklich an einem Ort zusammenführe und praktisch in einer Fertigungszelle eigentlich auch darstelle, auf engstem Raum. Früher hatte man das vielleicht an verschiedenen Orten machen müssen, hatte vielleicht auch logistische Probleme dazwischen und das habe ich in diesem Fall nicht mehr. Das heißt, ich habe eine fertige Einheit und das ist die Fertigungszelle ist letztendlich eigentlich auch die Produktionseinheit. Wenn Sie von Kombinationstechnologien sprechen, wo ziehen Sie denn da die Grenze zum normalen Spritzgießverfahren? Ist jetzt IMD und IML-Verfahren, sind das schon Kombinationstechnologien? Nein, und die Abgrenzung ist eigentlich relativ einfach. Man kann das über eine Definition herleiten. Kombinationstechnologien sind etablierte Verfahren, die in sich abgeschlossen sind und mit dem Spritzgießen kombiniert werden. Das heißt, ein Beispiel ist die Polyurethan-Technologie. Wenn wir die mit dem Spritzgießen kombinieren, ist das ein Kombinationsverfahren. Hingegen, was Sie genannt haben, IML zum Beispiel, oder ich könnte auch den Schaumspritzguss nehmen, da sage ich mal etwas salopp, da wird ein bisschen Luft in den Kunststoff gepustet und dann kriege ich meinen Schaum. Das ist ein Sonderverfahren, das ist keine Kombinationstechnologie, weil ich sag mal, die Kompression von N2, von Stickstoff oder von Luft oder anderen Gasen, das ist kein in sich etabliertes Verfahren. Also es kommt immer darauf an, dass wir in sich etablierte Verfahren mit dem Spritzgießen koppeln. Und ein anderes Beispiel wäre da der Partikelschaum und das könnten wir Ihnen auch als Beispiel fürs Buch sehr gut erklären an einem Objekt hier. Herr Brexeler, Ihr Unternehmen bietet unter anderem Kombinationstechnologien an und die Verfahrenstechnik dafür. Sie haben hier ein Anwendungsbeispiel, das der Dr. Wobbe schon angesprochen hat. Könnten Sie uns das ein bisschen näher erklären? Ja, gerne kann ich das tun. Also wir haben hier die Kombinationstechnologien Spritzgießen mit den Partikelschäumen in der Verbindung. Motivation ist, die Partikelschäume haben die hohe Eigenschaften, dass sie sehr, sehr leicht sind. Sie können große Energien aufnehmen, absorbieren und sie haben eine hohe Maß an Wärmedämmung. Was ihnen fehlt, ist die Oberfläche und die Funktionalität. Die Thermoplaster haben hohe Funktionalität und was ihnen fehlt, ist die Leichtigkeit. Und somit passen die Prozesse Schäumen und Spritzgießen vom Produkt her zusammen, aber noch nicht in der Produktion. Was wir hier gemacht haben, ist, wir haben diese beiden Prozesse miteinander verheiratet, in der Form, dass wir Schaumteile in ein Spritzgießwerkzeug einlegen und dann thermoplastisch überspritzen. Und damit bekomme ich eine stoffschlüssige Verbindung mit dem Partikelschaum und dem Thermoplast. Und solche genannten Funktionselemente, wo ich jetzt Funktionen habe, wie Einschraubungen und dergleichen, die übernehmen wir in einen Schäumautomaten und als Einlegeteile und schäumen dann die Thermoplastteile mit dem Schaum zu einem Bauteil. Um das herzustellen, mussten wir die beiden Prozesse aufeinander anpassen. Das Schäumen, das funktioniert mit sehr, sehr viel Wasserdampf. Und Wasserdampf kann man sich in einer Produktion mit einer Spritzgießmaschine gar nicht vorstellen. Also mussten wir einen Prozess entwickeln, einen Schäumprozess mit sehr wenig Wasserdampf. Ein Minimal-Wasserdampfprozess. Und das bilden wir hier ab und damit haben wir die Möglichkeit, das Spritzgießen mit dem Schäumen miteinander zu verbinden.